Hallo und herzlich willkommen bei den Sport 1 News, meine Damen und Herren. Die österreichische Fußballnationalmannschaft hat einen neuen Trainer und der kommt aus der Schweiz. Sein Name Marcel Koller. Der ehemalige Coach vom 1. FC Köln und dem VfL Bochum tritt somit die Nachfolge von Dietmar Constantini an, der Mitte September zurückgetreten war. Dienstagmittag wurde Koller in Österreich auf einer Pressekonferenz offiziell vorgestellt. Christian Fuchs, derzeit beim FC Schalke, hatte bereits beim VfL Bochum mit Koller zusammengearbeitet und er freut sich auf den Schweizer. In einem Interview sagte er, er ist ein sehr ehrgeiziger Trainer, der vor allem mit jungen Spielern sehr gut umgehen kann. Eine große Auszeichnung gab es für Wolfgang Niersbach. Der DFB-Generalsekretär ist für seine Arbeit zum Wohle des Fußballs mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Und noch mehr Meldungen des Tages gibt es jetzt zusammengefasst im Newsflash. Großes Lob für Neuer. Karl-Heinz Rummenigge lobt Manuel Neuer für seine Serie von 1019 Pflichtspielminuten ohne Gegentor. Manuel sei die Steigerung von Titan. Wie die Legierung heißt, wüsste er leider nicht, sagte der Vorstandsvorsitzende von Bayern München der Bild-Zeitung. Auch Oliver Kahn selbst zollt Deutschlands aktueller Nummer 1 seinen Respekt. Momentan habe er eine sehr gute Form. Er müsse so lange auf der Erfolgswelle bleiben, wie es nur geht, erklärte der ehemalige Bayern-Torhüter. Manuel Neuer hatte durch das torlose Unentschieden im letzten Bundesligaspiel gegen 1899 Hoffenheim den Clubrekord von Bayern Münchens Ex-Keeper Oliver Kahn um 8 Minuten verbessert. Ribéry sagt Länderspiel ab. Bayern Münchens Offensivspieler Franck Ribéry hat verletzungsbedingt für die anstehenden EM-Qualifikationsspiele der französischen Fußballnationalmannschaft abgesagt. Der Mittelfeldspieler zog sich im letzten Bundesligaspiel gegen Hoffenheim eine Wadenverhärtung zu und war in der Halbzeitpause ausgewechselt worden. Sein Mannschaftskollege Arjen Robben wird nach auskurierter Schambeinentzündung der niederländischen Nationalmannschaft in den letzten beiden Gruppenspielen zur Verfügung stehen. Lewandowski mit Kampfansage. Robert Lewandowski fordert nach zuletzt guten Leistungen einen Stammplatz bei Borussia Dortmund. Nach seinem Hattrick im letzten Bundesligaspiel gegen den FC Augsburg zeigt sich der BVB-Stürmer selbstbewusst. Er fühle sich als zentraler Stürmer am wohlsten und werde um diese Position kämpfen, sagte der polnische Nationalspieler der Bild-Zeitung. In der laufenden Saison hat der 23-Jährige bereits 5 Tore erzielt und 4 weitere vorbereitet. Das waren die Sport 1 News. Ich hoffe, Sie sind beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, machen Sie es gut.